Mein Name ist Margareta Gries-Bresson. Ich bin Neurologin mit Gutachterpraxis in Mülheim in Deutschland und neurologischer Praxis in London. Corona hat sich als mittelschwere Grippe entpuppt und die Maßnahmen als absolute Katastrophe auf jeder Ebene. Frau Merkel, eine Impfung ist nicht eine Weihnachtsgans, die man zu Ostern bestellt, damit man sie zu Weihnachten geliefert bekommt. Wer trägt die Verantwortung für dieses Verbrechen? Bitte überlassen Sie die Gesundheit Ihres Volkes den Ärzten. Wie kann ein Tierarzt, ein Laborvirologe, ein Softwarevertreiber, ein Kaufmann, ein Elektroautohersteller, eine Physikerin über die Gesundheit eines gesamten Volkes entscheiden? Wach auf, Deutschland. Es geht nicht um Masken. Es geht nicht um Viren. Und es geht sicherlich nicht um Ihre Gesundheit. Es geht um viel, viel mehr. Ich mache nicht mit. Ich habe keine Angst, Frau Merkel. Ich komme aus Rumänien. Ich habe Ceausescu überlebt. Die Abstände sind an Brutalität, Menschenverachtung und Grausamkeit nicht zu überbieten. Und sind sicherlich in der Geschichte der Menschheit absolute beispiellos. Die Rückatmung unserer Ausatemluft oder bei Rückatmung oder durch Rückatmung unserer Ausatemluft entsteht unvermeidbar Sauerstoffmangel und eine Kohlendioxidüberflutung. Durch chronischen Sauerstoffmangel jedoch oder bei chronischem Sauerstoffmangel verschwinden diese Symptome. Sie gewöhnen sich daran, während Sie denken, Sie hätten sich an Ihre Maske und an Ihre eigene Ausatemluft gewöhnt, laufen die degenerativen Prozesse in Ihrem Gehirn, verstärkt durch den Sauerstoffmangel, ungeachtet weiter. Einem kindlichen oder jugendlichen Gehirn Sauerstoff zu rauben oder auch nur einzuschränken, ist nicht nur gesundheitsgefährdend, ist absolut kriminell. Sauerstoffmangel hemmt die Entwicklung des Gehirns und der dadurch entstandene Schaden kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Kind braucht das Gehirn zum Lernen und das Gehirn braucht Sauerstoff zum Funktionieren. Dafür brauchen wir keine klinische Studie. Das ist einfache, simple, aber indiskutable Physiologie. Wenn in 10 Jahren die Demenzerkrankungen exponentiell ansteigen und die junge Generation ihr gottgegebenes Potenzial nicht erreichen konnte, hilft es nichts zu sagen, wir hätten die Masken nicht gebraucht. Und wie sieht es mit der segensreichen Impfung aus? Frau Merkel sagt, die Pandemie ist zu Ende, wenn ein wirksamer Impfstoff vorliegt. Frau Merkel, was wissen Sie von Viren und von Impfungen? Haben Sie schon je Eltern in die Augen gesehen, die ein behindertes Kind haben? Und die ihnen Bilder zeigen, wie dieses Kind ausgesehen hat, bevor es die Impfung bekommen hat. Nein, das haben sie nicht. Wir Gutachtenärzte bekommen solche Bilder ständig zu sehen. Und es gibt nichts auf dieser Welt, womit wir diesen Eltern ihre Kinder zurückgeben können. Haben Sie eine Vorstellung, was für lebenslanger Schmerz dies ist für die Eltern? Die anfänglich fehlende Evidenz der Wirksamkeit dieser Maßnahmen hat sich nun zur klaren Evidenz
der Unwirksamkeit und der Nichtwirksamkeit herausgestellt. Und trotzdem geht der Wahn weiter. Ich habe mein praktisches Jahr auf Hawaii gemacht, meine Facharztausbildung in New York. Und alles, was ich heute habe und bin, verdanke ich Deutschland. Und wenn ich heute zu Demonstrationen gehe, stehe ich stellvertretend für die, die heute jung sind und vielleicht Angst haben, wie ich damals. Bitte haben Sie keine Illusion, dass die Finanzdiktatur, die uns jetzt bevorsteht, Ihnen auch nur im Entferntesten etwas Ähnliches bieten wird. Wie Sie merken, nehmen Sie uns bereits die Luft zum Atmen. Das Gebot der Stunde ist Eigenverantwortung. Wir sind verantwortlich für das, was wir denken, nicht die Medien. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht unser Chef. Wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht die WHO. Und wir sind verantwortlich für das, was in unserem Land geschieht, nicht unsere Regierung. Wach auf, Deutschland. Du bist ein so wunderbares Land, ein so wunderbares Volk. Danke. Danke, Deutschland.